Gegen 19 Uhr wurde hier in Bad Homburg im Landgraf Philippring ein Brand gemeldet. Tatsächlich hat eine Erdgeschosswohnung eines Einfamilienhauses gebrannt. Die Bewohnerin, eine 82-jährige Frau, kam bei diesem Brand zu Tode. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Wir gehen aber beim jetzigen Stand der Ermittlungen davon aus, dass kein Fremdverschulden dafür verantwortlich ist. Es sind keine Aufbruchspuren oder Einbruchspuren am Haus erkennbar. Vieles spricht dafür, dass sich der Brand in der Wohnung im Wohnzimmer ausgebreitet hat und in diesem Bereich ist die Frau auch zu Tode gekommen. Außer der Frau gab es noch zwei weitere verletzte Angehörige, die hier vor Ort kamen und sich infolge Rauchgasvergiftung in ärztliche Behandlung begeben mussten. Einen Transport ins Krankenhaus hatten wir. Der derzeitige Sachschaden wird auf ca. 200.000 Euro geschätzt. Die Brandermittler sind derzeit noch vor Ort. Das ist das, was wir jetzt zum jetzigen Stand der Ermittlung sagen können. Also eventuell die typische Kerze, die gegebenenfalls umgefallen ist. Ja, das ist hypothetisch. Ja, also wir gehen davon aus, dass es kein Fremdverschulden war und dass die Brandursache im Inneren bei der Frau in der Wohnung im Wohnzimmer zu suchen ist. Aber wie gesagt, die Brandermittler sind derzeit noch vor Ort und alles Weitere wird noch derzeit geklärt. Ist das ein Einfamilienhaus? Das ist ein Einfamilienhaus hier, eine gehobene Wohngegend in Bad Homburg. Die Frau hatte den unteren Bereich dieses Einfamilienhauses bewohnt. Im ersten OG, Obergeschoss, sind keine Personen wohnhaft. Die Frau hat hier auch alleine gelebt. Sie sagten, Leute, die noch dazu kamen, sich was zugezogen haben, waren das Nachbarn oder Bekannte oder Verwandte? Angehörige. Angehörige. Die Angehörigen, die kamen auch hier vor Ort und sind wohl an das Gebäude herangetreten, haben sich infolgedessen dann die Rauchgasvergiftung zugezogen.